im Nationaltrikot aufzulaufen, ist eine große Ehre für die Spieler, hoffentlich auch in diesem Testspiel. Und damit hallo, liebe Zuschauer von Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir sind mal gespannt, wie ernst sie die Partie heute nehmen. Und hier sehen wir die Startaufstellung für die Partie heute. Offensiv ausgerichtet sind sie heute mit dem 4-5-1. Und jetzt hat er Turan. Macht er ihn! Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die kann er. Das hat er schon oft gezeigt. Plagier. Er schießt. Klasse aufgepasst vom Torwart. Nun Alaturan. Sie kämpfen um den Ball. Mit dem Tackling holt er sich den Ball. Kaderabek. Sie holen sich den Ball. Mehmet Topal. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Gökhan Gönül. Ina. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Gökhan Gönül. Kaya. Da ist der Ball weg. Nun Gökhan Töre. Schifok. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Starke Flanke. Einer der Spieler scheint sich hier verletzt zu haben. Und deswegen unterbricht. Der Schiri auch kurz das Spiel. So, geht weiter mit Schiedsrichterball. Und der verletzte Spieler ist mittlerweile vom Feld. Gute Aktion, den Ball nimmt er locker auf. Er findet den Mitspieler. Çalhanoğlu. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Da zieht er ab. Gibt erneut Eckball. Schiefer. Rosicki. Pila. Jetzt müssen sie aufpassen. Doskal. Er versucht es einfach mal. Kein schlechtes Ding. Aber natürlich auch eine unglaublich große Distanz, obwohl er solche Dinge immer wieder versucht. Erkin. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Çalhanoğlu. Ina. Und jetzt der Schuss an die Latte. Rosicki. Und da kommt er an den Ball. Çalhanoğlu.
Das könnte gefährlich werden. Inan. Töre am Ball. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Mehmet Topal. Mit dem Schuss verfehlt er das keine Tore bisher. Also für den normalen Fan war es ein bisschen mau. Der Trainer dürfte zufrieden sein, oder? Ja, ich glaube schon. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Sie geben Gas, wollen die Führung erzwingen, aber nicht in dieser Szene. Und Töre. Çalhanoğlu. Erkin. Relativ unauffälliges Spiel bislang von ihm, oder Buschi? Hatte Pech bei seinem Aluminiumtreffer. Da war einmal ganz nah dran, eine ordentliche Leistung. Den Angriff blockt er ab, klasse aufgepasst. Pilar. Für Kangönü. Und jetzt höre. Yilmaz. Aber Turan. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird gewechselt, wie ich sehe. Ina. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Çalhanoğlu. Da kommt der Pass auf außen. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Rosicki. Kangönü. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Pilar, das wird noch mal Einwurf geben. Und Töre. Selçukina. Erkin. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Den Ball kann er abfangen. Macht er ihn! Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Mehmet Topal. Ball bei Arda Turan. Topal. Tomasz Rosicki jetzt. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Ekici. Es wird gleich den Wechsel geben. Ja, bei der nächsten Unterbrechung. Da hat der Abwehrspieler gut mitgespielt und fängt den Pass ab. Rosicki. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Und jetzt per Kopf. Sicher gehalten den Kopfball, aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Ja, klasse Aktion des Keepers und wieder verhindert er den Rückstand. Es bleibt beim Unentschieden. Nun Arda Turan. Souverän, er hat den Ball. Assis am Ball. Turan am Ball.
Erkin. Super Flanke! Was für ein Finish! Sie machen hier doch noch das Tor! Und das Tor jetzt nochmal in der Wiederholung. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Ja, so ein Kopfballtreffer, da freut sich der Trainer. Ganz sicher, da haben sie ihre Offensivaktion gewinnbringend abgeschlossen. Schön zu sehen, wie konzentriert sie da zu Werke gehen. Rosicki. Den Ball kann er klären. Wir fassen zusammen. Enge Kiste in diesem Freundschaftsspiel. Am Ende trennt sie nur ein Tor.